First-Class-Service gemacht hat, war absolutes Wow. So, jetzt verändere ich die Kamera in eine neue Position. Ihr kommt mal ein bisschen runter mit zu mir. Rücksicht. Also mal davon abgesehen, dass dieses Hochsprechen extrem schlecht ist für meinen Rücken und für meinen Nacken, soll man auf jeden Fall orthopädisch auf keinen Fall machen, habe ich gesagt, ich mache es mal als Idee, als eine neue Blickwinkelweise. Und da ich hier etwas kritischer sein will, habe ich gesagt, das passt. So, ihr seht, ich bin also beim Champagner-Horn-Frühstücks, First-Class-Frühstück. Ich habe einen schönen heißen Cappuccino. Und die Crew hat mir hier wieder ein Frühstück gezaubert, wie ich mir das nur wünschen kann. Und deswegen kritisiere ich in dem Falle positiv, dass dieser Flug, und da machen wir auch gleichzeitig noch so ein kleines Resümee zum Gesamtflug, ich bin hier mit einer Crew empfangen worden, die ich mir grundsätzlich auf Flügen wünsche. Nichts war müßig. Alles war, wie soll man das sagen, alles war leicht. Nichts war verkrampft. Es konnte einfach beginnen. Eine wundervolle Reise konnte beginnen. Das habe ich wirklich leider nur ganze. Es dauert immer fast eine ganze Reise, bis dann diese Entspannung kommt. Aber hier war sie von Anfang an da. Diese beiden Mitarbeiter, die haben mich geflasht, die waren ein absolutes Bogen, kriegen von mir also mindestens 4 Pünktchen. Ich erinnere mich mal an eine Reise nach USA. Da gab es auch ein Purser und eine Servicekraft an Bord, die sogar verheiratet waren. Wenn die an Bord waren, die habe ich zweimal erlebt. Die haben mich auch geflasht. Das war also fantastisch. So, das Rührei soll ja nicht kalt werden. Speck soll ja auch noch knusprig bleiben. Es bleibt ein Rauch. Weil, ihr müsst wissen, das Rührei wird hier aus frischen Eiern gemacht. Das ist keine vorgefertigte Ware. Es sind Eier, die frisch sind, maximal eine Woche alt. Die sind in einer speziellen Pfanne zubereitet werden und dann wird das schön gerührt mit etwas Milch dazu, sodass dieses Rührei immer etwas ganz Besonderes ist. Also wer das nicht wusste, ist wirklich ein Traum. Und ein Träumchen ist natürlich dieser Jahrgang Champagner. Es geht einfach nicht anders. Es für den guten Geschmack und hebt natürlich auch den Kreislauf. Was ich immer besonders mag, ist dieser Speck. Und dann gibt es Wildlachs. Das gibt es aber nur für Hinflüge. Meistens, wenn es zurückkommt, ist es Räucherlachs. Wenn er gut ist, natürlich toll, aber er ist meistens schlecht. Und dieser wundervolle Wildlachs. Das ist hochwertiger Wildlachs. Der ist natürlich die Ergänzung pur. Ich muss mal kurz mein Lätzchen richten. Wir haben dieses Mutis. Und es gibt einen frisch gepressten Orangensaft. Da ist natürlich vitamintechnisch, also technisch nicht mehr so viel drin. Aber hier geht es auch wirklich um den Geschmack. Schönes Fruchtfleisch dran. So, das ist so ein Mango-Smoothie. Den finde ich immer ganz toll. Zu den Früchten und zum Joghurt. Wenn man sich also diesen Smoothie da reinmacht und dann noch ein bisschen von dem Müsli, ist das einfach.
wer es amerikanisch mag, warme Croissant. Dazu dann natürlich Bacon, ist ja klar. Und das mag ich gern, das ist dann süß, würzig und cremig zusammen. Das heißt also Croissant und Erdbeermarmelade. Der Speck und das Ei, das ist eine perfekte Ergänzung. Was mich natürlich freut, ist, dass ich als Kritiker gesagt habe, ich mache eine kritische Reise und erlebe sehr positive Dinge. Ich habe natürlich auch negative Dinge erlebt. Ich habe euch das ja erzählt. Ich bin immer noch unzufrieden mit der Geschichte, dass man da einfach versetzt wird. Als Franzose ist das mit Unverschämtheit. Und ich werde mir das auch verbinden. Also ich möchte meinen Platz in Zukunft, wenn ich 1C habe, auch wenn ein Flugzeugwechsel stattfindet, sagen wir mal, es gibt nicht 1C, sondern der erste Platz vorne wäre dann 2C, dass die Automatik verweist, der Franzose möchte auf 2C sitzen. Man kann mich da nicht in die 8A setzen. Ich meine, das geht gar nicht. So wie eine Rotztüte an Bord, ne? Passend zum Frühstück. Und noch nicht fertig. Ich finde, das passt wunderbar zum Frühstück. Weil ich mache sowas zum Beispiel auch aus Rücksicht auf andere Gäste in der Toilette. Also wenn ich jetzt viel ausschnäuzen muss, dann nehme ich, sage ich, komm, viele sind noch am Frühstücken oder am Essen. Ne, wenn es so lange dauert und so intensiv ist, dann sage ich, komm, dann gehe ich auf Toilette, kann ich richtig mich ausschnäuzen und belästige damit, weil vielleicht das andere auch eklig finden, andere nicht damit. Also das finde ich jetzt wieder als Kritiker ein Logo für den Gast da hinten, der ja uns allen einen vorrotzt, regelrecht. Naja, aber ihr wisst ja, ich habe euch ja gesagt und die Frage gestellt, warum sind die Menschen so rücksichtslos? Das ist einfach so. Es ist ihnen egal. Und diese Rücksicht hat man irgendwie verloren. Für ein wundervolles Lied ein. Rücksicht, da, 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 da. Keiner hat das Wort gekannt und Nachsicht. Von sozusagen Simon und Garfunkel, das war ja. Ich blende das als Film jetzt gerade nicht ein. Ich muss sagen, das ist wieder köstlich, das macht wieder große Freude. Also ich war beim Thema, dass ich es nicht einsehe, dass ich da versetzt werde. Und wenn ich versetzt werde, dass ich dann nicht auf meinen Platz zurückkomme, obwohl der zum Beispiel leer bleibt. Und genauso hatte ich mich ja erkundigt, dass der Hornsörge in Frankfurt abgeholt wird. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Wenn ich um 5.15 Uhr lande, und die Boardingzeit beginnt um 5.45 Uhr, weil der Flug um 6.15 Uhr stattfindet. Ist das deutlich? Ich lande 5.15 Uhr. Halbe Stunde später ist die Boardingzeit und eine halbe Stunde später geht der Flug. Dann werde ich abgeholt, wenn der Flug eine Dreiviertelstunde dazwischen hat. In dem Falle sind es aber 60 Minuten. Aber zur Abflugzeit. Das heißt also, wenn ich also um 17:45 zum Flieger erst ankommen würde, wäre der ja schon weg. Also man kann doch nicht das Abholen dieser Dreiviertelstunde eines Concertinlanders oder eines First-Class-Passagiers rechnen nach der Abflugzeit, sondern man kann das doch nur rechnen nach der Boardingzeit. Denn wenn ich um 17:45 lande und die Boardingzeit ist um 17:45,
dann habe ich ja die Dreiviertelstunde. Das heißt also, ich wäre in diesem Dreiviertelstunden-Level. Denn die Türen schließen ja meistens schon 10 Minuten, bevor der Flieger abfliegt. Das ist doch dumm. Doch falsch gerechnet. Richtig dumm. Entschuldigung, muss ich sagen. Das leuchtet mir nicht ein. Also an diesen Themen bin ich dran, das lasse ich mir einfach so nicht gefallen, ich sehe das auch nicht an. Weil das ist theoretisch machbar, praktisch nicht umsetzbar. Und wie war es dann auch noch in Frankfurt? Dann war es so, dass die Passkontrolle ein Abkommen hatte zwischen dem Fraport und der Bundesregierung, also der Polizei, dass die erst ab 5:30 das zulassen, dass die Leute einreisen können. Das heißt, ich verliere noch mal eine Viertelstunde von der Dreiviertelstunde. Und ich werde nicht abgeholt. Hätten die mich abgeholt, wäre das überhaupt kein Problem. Leuchtet ein. Vielen Dank. Zur Landung an. Wir sind dann in Hongkong gelandet und da gehen wir gemeinsam durch die Immigration. Das geht einigermaßen und dann zum Hotel. Bleibe ich eine Nacht da und am nächsten Tag geht es dann weiter. Ich muss sagen, das war flugtechnisch hier jetzt ein echter Spaß. Und wünsche mir für die Zukunft solche Mitarbeiter, das hat Spaß gemacht. Wir waren wie verwöhnte Kinder. Jeder dachte immer nur an sich. Rücksicht. Keiner hat das Wort gekannt und Nachsicht. Keiner bei dem anderen fand und vor.